So, hallo, wir machen weiter. Bei Things. Und das wird jetzt eine sehr, 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 sehr spontane Aufnahme, die auch in circa 2 Stunden wahrscheinlich dann schon. Nee, Quatsch, was heißt 2 Stunden? Ich lade die hoch, sobald die fertig ist. Ja. Let's go. Wir sind keine Ahnung, wo stehen geblieben. Ich drücke einfach mal R und wir schauen, wo ich lande. Ah ja. Ach, das haben wir gespielt, ne? Und dann, ich glaube, ich wollte in die Richtung weitergehen. Falls ich es nicht wollte, egal, ich gehe in die Richtung weiter. So, Congestion, nächstes Level. Mal gucken, was passiert. Das ist eine interessante... Ah, super. Das war eine interessante Atmosphäre. 15 Exits. Die sollten wir haben. Oder? Lass mich mal kurz nachgucken. Ja, ja moin, 30 Exits. Ja, 15 Exits haben wir durchaus. Okay, Abflug. Was passiert? Okay, ich schätze, ich darf nicht im Wasser... Ja. Ja, wenn ich im Wasser lande, ist vorbei, weil ich dann hier nicht mehr spinjumpen kann. Oha, das wird wieder ein so schnell nach oben rennen Level, oder was? Okay, wait, wie soll ich... Oder muss ich das Wasser nutzen? Hä? Oha, das ist ein knapper Sprung. Okay. Ja, okay, aber er geht. Oh je. Und dann muss ich da wahrscheinlich die ersten bisschen hoch schwimmen, die ersten Teile. Oh Gott. Und dann aber hier drauf Spinjump oder was? Wozu? Damit ich schneller oben bin oder so, wahrscheinlich. Uiuiuiui. Ja. Und dann muss ich da durch... Oh Gott, was? Da wieder Spinscher. Yo, das wird stressig. Okay. LOL! LOL! Okay, wir können gucken, was noch als nächstes kommt. Das, ich habe mich da mal ein bisschen durchgeglitscht. LOL. Nein! Ach, Mist. Aber das war schön. Ja, okay, das haut jetzt nicht mehr hin. Das ist jetzt vorbei. Ah, das da oben kann ich dann breaken. Okay, aber das ist das Einzige. Weil danach kann... Ach, Mist. Danach kann ich natürlich nicht breaken, so ist klar. Jo, wie soll das so schnell gehen? What the heck? Lol. Also irgendwie ist das ein bisschen kaputt, die Stelle. Aber es soll mir recht sein. Man sieht, man wird mit der... Okay, man wird schon schneller mit der Zeit. Das ist wieder so ein Level, wo man wirklich das erste Mal das Gefühl hat, so läuft überhaupt nicht. Und dann läuft es aber doch. Das habe ich hier immer wieder in dem Hack, dass ich erst denke, oh mein Gott, das werde ich nie schaffen. Und dann passt es aber doch insgesamt. Weil schaut mal, wie hoch ich jetzt schon komme. So, das ist... Allein die ganzen Stellen, wo ich am Anfang dachte, oh Gott, das werde ich nicht schaffen, läuft schon. Also da bin ich ja ganz guter Dinge, dass wir uns das hier alles antrainieren können. Ja, so nicht. Ich muss nur kurz auf die Uhr schauen. Der Grund, warum ich jetzt gerade aufnehmen kann, also es ist gerade 11.13 Uhr, ist der, dass wir heute Distanzunterricht haben und ich gerade meine Freistunde hätte. Also habe. Ja, und... Dann kann ich die natürlich zum Aufnehmen nutzen. So, gut. Mist. 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 Mist.
Mist. Mist. Ach, jetzt haut das nicht mehr hin. Why? Oh, ich komme nicht mehr hoch. Genau dann, wenn man sagt so, oh Leute, guck mal, wie es läuft, dann hauen plötzlich... Was ist denn jetzt an der Stelle da oben so schwer auf einmal? Die Antwort ist übrigens nix. Nein. Warum wir im Distanzunterricht sind... Warum wir im Distanzunterricht sind, werdet ihr fragen. Sturmwarnung. Schule zu. Nicht etwa Corona, nein, Sturmwarnung. Da können sie zumachen. Naja, so. Ach, jetzt... Aber immerhin kommen wir jetzt wieder hoch. Ja, so viel dazu. Nein! Wasser ist zu hoch. Nein! So, jetzt hier in Ruhe durch. Wie geht's denn da oben dann eigentlich weiter? Ich habe das noch überhaupt nicht geblickt, was ich da oben tun soll. Ah, zu bald. Zu bald das Wasser verlassen. Ich muss mir das da oben erstmal in Ruhe anschauen. Vorher brauchen wir da gar nicht weiterspielen. Ich muss mir das da oben erstmal in Ruhe anschauen, was da kommt. Ich glaube auch, das mache ich gleich mit Save States. Also nicht das Level, sondern dass ich mir die Stelle da oben ein paar Mal angucken kann. Bringt ja nichts, wenn ich nicht verstehe, was ich tun soll. So. Also. Ah, okay. Ich vermute jetzt mal Folgendes. Nein, 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 stopp. Zurück. So. Lol. Ich das gebreakt hier wieder? Nee, sieht nicht so aus. Also. LOL. Okay, also das Ding wäre, eigentlich soll man da durch spinjumpen. Eigentlich soll man da durch spinjumpen. Mit dem Schlüssel. Und dann schmeißt man den Schlüssel da dagegen. Und dann ist man im Wasser. Ne? Also im Wasser bin ich dann auf jeden Fall. Jetzt können wir zumindest gucken, wie es weitergeht. Also das ist ja echt lustig, wie das hier mit den Blöcken funktioniert. Ja, hier müsste ich jetzt sowieso spinjumpen auf die Dinger. Dann müsste ich hier drauf spinjumpen. Dann wäre ich hier jetzt eigentlich... Na, dann wäre ich hier jetzt eigentlich in groß und müsste halt schnell sein und müsste das hier kaputt spinjumpen. Jo, das sind... Irgendwie sind die... Irgendwas ist mit den Blöcken. Oh mein Gott, das funktioniert. Aber das liegt... Ah, das liegt an den Wolken, glaube ich. Das liegt an den Wolken. Und hier ist jetzt Schluss. Hier ist mein Break zu Ende. Hier komme ich nicht durch. Das ist... Ja, das ist ein ganz normal... Ja, das liegt an den Wolken, dass ich mich da so durchdrücke. Ja, ich habe es verstanden. Das ist das ganz normale Durchdrücken, wie man es auch kennt. Und hier kann ich nichts mehr machen. Also hier muss ich dann so oder so den Spinjump am Ende setzen. Also ich kann es nicht breaken. Ich kann es breaken, um bis hier hochzukommen. Das ist ganz lustig. Aber ich kann es nicht insgesamt breaken. Schade. Okay.
glaube, jetzt kennen wir schon mal den ganzen ersten Teil. Das sollte doch machbar sein. Gut. Ja, genau so. Und jetzt dann hier. Muss man aber schon ganz schön schnell sein. Eieiei. Aber das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, dass an der Stelle nach dem On-Off, nach dem ersten On-Off hier, da bin ich sogar zu schnell. Weil, wenn ich da zu bald rausspringe, funktioniert das da oben nicht mehr. Was ein bisschen suboptimal ist. Ach Mist. Ja, weil wenn ich jetzt hier schon rausspringe, dann bin ich zu bald. Das ist doof. Dann muss ich nämlich ein bisschen warten. Oh je. Und danach muss ich dann aber wieder Gas geben. Eieiei. Na gut. Na, jetzt bin ich aber schon wieder zu langsam. Ah! Also es wäre eigentlich schön, wenn es irgendwie so getimt wäre, dass man halt nicht zu schnell werden kann. Weil dann kann man das nämlich besser, ja. Dann entsteht eine bessere Routine. Okay. Ja, aber jetzt... Oh! Den ersten erwische ich ja schon gar nicht mehr als Spinjump. Und ich schätze, dann bin ich einfach zu langsam am Ende, wenn ich das nicht erwische. Ich denke, wenn ich den nicht erwische, bin ich nachher viel zu langsam. Das meine ich. Da war ich jetzt wieder zu schnell. Dann komme ich nicht hoch. Dann wäre ich zwar super gut in der Zeit, aber vielleicht komme ich auch hoch. Also vielleicht geht's hier sogar. Vielleicht beschwere ich mich zu Unrecht. Ja. Ja. Nein! Oh, jetzt war ich schneller, aber... Ja. Ah, ist das hektisch. Das war super gut. Ja, jetzt bin ich aber hier zu schnell. Ach, Mann. Zu schnell sein wird bestraft. Das ist, gefällt mir nicht. Dass zu schnell sein bestraft wird, gefällt mir nicht. Ja. Ja, das ist das ganz normale, der ganz normale Glitch. Wegen der Wolke hab's verstanden. Also, einerseits will halt das Spiel, dass ich schnell hochkomme. Andererseits, wenn ich die eine Stelle zu schnell spiele, bestraft mich das Spiel. Das ist... Oh ja, man merkt die Sturmwarnung auf jeden Fall. Also, die haben schon nicht grundlos den Distanzunterricht gemacht, muss man mal sagen. Das ist schon ganz schön hier... Keine Ahnung, ob man es hört, aber... Oh, das war bisher der beste Versuch. Das geht hier schon recht gut ab. Mist. Ah, das war wieder zu schnell. Das ist... Bin ich nicht Fan von. Yes!
Nice. Ich hätte nicht gedacht, dass es auf Anhieb funktioniert, wenn ich einmal an der Stelle bin. Und jetzt geht's runter, oder wie? Ah, jetzt muss ich schnell runter. Okay, das ist auch cool. Das finde ich jetzt sogar echt cool, dass es ein bisschen anders ist jetzt. Also, dass jetzt sozusagen die andere Variante kommt. Das finde ich cool. Dass einmal rauf und einmal runter ist. Das finde ich echt cool jetzt. Das gefällt mir. Die Frage ist, ob ich hier auch wieder bestraft werde, wenn ich zu schnell bin an irgendeiner Stelle. Ah. Na, zu hoch gesprungen. Na, zu niedrig gesprungen. Das heißt, im Mittel sind wir schon durch. Yes. So, jetzt hier runter, runter, runter. Ah, und dann muss ich den darüber pfeffern. Okay. Nice. So, hier kann ich nur schnell runter. Dann hier schnell durch. Ah, okay, das reicht nicht. Ah, da muss ich... Okay, da muss ich den muss ich bisschen später werfen. Aber gefällt mir. Die zweite... Also, runter gefällt mir schon mal besser als rauf. Da hast du nicht dieses Hektische. Du bist zwar hier auch in gewisser Weise hektisch, aber anders hektisch. Das ist, finde ich, angenehmer. Runter finde ich angenehmer. Lieber so ein bisschen ausweichen und sowas und dann so abbremsen. Das ist ganz cool. Das war nicht so cool. Aber doch, der zweite Teil des Levels gefällt mir gut. Bisher. Der erste fand ich ein bisschen schwierig. Aber vielleicht habe ich es auch falsch gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht war es anders gedacht. Ich weiß es nicht. Ach. Nice. So, jetzt ist die Frage. Okay, da muss ich ja wieder schnell runter. Aber ich denke, ich war ganz gut in der Zeit. Ich denke, hier kann man jetzt eigentlich, wenn es runterwärts geht, kann man eigentlich auch nicht bestraft werden, wenn man zu schnell ist. So, eher kommt man halt an einer Stelle kurz nicht weiter, aber man kann nicht so bestraft werden wie vor... Wie vorhin. Okay, ich muss mir mal genau merken, an welcher Stelle ich das abwerfen muss. Also wo ich loslassen muss, dass ich einen... Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. Das war jetzt nämlich ja praktisch ein Pixel zu knapp, war es gefühlt. Gefühlt war es ein Pixel zu knapp. Ah! Ich darf halt nicht so hoch. Oh, das war ein schöner Sprung. Nein! Oh mein Gott. Nein, nicht nehmen. Ja. Gut. Da war ich wieder am Umdrehen beim Werfen. Schade. Ich hab nicht losgeschmissen. Na, oh.
dieser enge Gang. Aber das ist mein eigenes Versagen. Das ist nichts, was ich dem Spiel in die Schuhe schieben könnte. So. Oh Gott, das war voll... Okay, ich glaube, wir sind echt gut in der Zeit an der Stelle. Da ist ja schon die nächste Röhre. Ich glaube, wir sind da echt gut an der Zeit. In der Zeit. Nice. Ah! Also die schwierigste Stelle ist bisher die, dieses Viech zu grabben in diesem engen Gang und dann da nach rechts zu werfen. Das ist bisher die schwierigste Stelle. Ansonsten läuft das. Ansonsten läuft das hier. So... Hoch. Nein, duck, 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 duck dich doch, du Trottel. Duck dich doch. Ich mache hier zu viele Fehler. Spielfehler. Nein, es, es reicht. Oh mein Gott. Hätte ich ja nicht gedacht, dass das reicht. Nein! Da war ich zu aufgeregt. Schade. Sehr schön. Nimm's mit! Das wird knapp. Ah, scheiße. Aber da war ich ein bisschen zu langsam die ganze Zeit über. Das hat man schon gemerkt. Gott. Sehr schön. So, die Frage ist ja auch, wie das hier unten jetzt aussieht. Oh, shit, der Mond. Oh, der Mond ist frech, aber da werde ich einfach ein Leben opfern. Da werde ich einfach ein Leben opfern müssen, um an den Mond ranzukommen. Das hilft nichts. Ach, Mensch. Huch. Wie oft will ich das jetzt noch machen? Mist. Das ist halt auch wieder so ein Level, nachdem die Tastatur sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Hör auf. Hör auf. Gut. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich es in die richtige Richtung geworfen, aber leider war ich wieder zu hoch dabei. Leider war ich dabei wieder zu hoch. Okay.
Das sieht doch jetzt mal wieder ganz gut aus. Jetzt einfach nicht aufregen zu sehr. So viel dazu. Aber ich schätze, wir werden mit dem Vega den Mond sowieso in die Endrunde drehen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, den Mond gleichzeitig einzusammeln. Es wäre zwar schön, aber es muss ja nicht sein. Also muss ich mir da jetzt auch keinen Stress machen, deswegen. Oh. Also in spätestens 20 Minuten müssen wir hier durch sein. Dann geht nämlich der Unterricht weiter. Nein, zu... Bleib aber dabei, dass ich den zweiten Teil cooler finde als den ersten. Na, ich bin immer zu aufgeregt dann da unten. Ach, komm schon. Voll in den Mancha rein. Warum? Ich bin dann immer zu aufgeregt, weil ich denke, das Wasser kommt so schnell und... aber das kommt halt so schnell überhaupt nicht. Das ist halt echt langsam unterwegs, das Wasser. Ja, gut. Nein. Ich habe halt noch kein Gefühl, wie schnell ich da unten dann durch diesen Gang muss. Aber ich glaube, ich habe da wirklich genug Zeit. Ich denke, dass ich schon bisher gut in der Zeit lag. Und ich nicht irgendwo noch schneller werden muss. Ich denke, das passt schon so. Auch wenn man hier mal kurz zwischen aneckt, ich denke, das ist nicht... Ja, das ist dramatisch. Aber ich denke, das kurz anecken ist nicht so dramatisch. Vielleicht ein bisschen spät geworfen, aber ich denke, ja, ich kann... Hier kann ich mich halt mittlerweile auch ganz gut runterfallen lassen, ohne großartig zu stoppen. Okay, so, jetzt einfach mal in Ruhe. Einfach mal in Ruhe in den Gang reinschwimmen. Ja, seht ihr, wie viel Zeit man da hat? Wir schaffen es halt sogar noch in die Röhre. Nice! Oh mein Gott, damit hätte ich nicht gerechnet. Muss ich noch was tun? Nein, Gott sei Dank. Ich hatte schon Bedenken, ich verrecke jetzt noch an irgendeiner Stachel oder sowas. Oh, nice. Ach, das führt hier hin. Ah, interessant. Aber hat er nicht zwei Exits, das Level, oder? Weil hier komme ich ja sowieso runter, das hat jetzt hier hingeführt. Rim of the Universe. Okay. Ich gehe nochmal kurz, ich setze ein State jetzt nochmal kurz. Ich gehe nochmal kurz rein. Achso, das ging da rüber, ne? Ja, okay, nee, das... Da kann man nichts breaken. Okay, mich interessiert noch was anderes. State habe ich ja gesetzt. Sollte alles gut sein. Ob hier noch was ist? Nein. Nein, das ist einfach nur okay. Gut. Ja, dann haben wir es geschafft. Den Stern würde ich fast... später betreten wollen. Bin ich ganz ehrlich, den Stern betreten wir später irgendwann. Da gehen wir noch nicht rein. Wir gehen erstmal hier unten die zwei Level ab. Und dann gucken wir mal, was so kommt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.